Ursprünglich sollte es eigentlich anders sein. Es sollte eine kleine Focacceria sein, das heißt, wo Leute reinkommen und belegte Focaccias bestellen. Ja, das sollte eher so ein reines Food-Konzept sein, so ein bisschen Edel-Imbiss. Aber wo wir diese Location angeboten bekommen haben, dann haben wir natürlich schnell gemerkt, dass man nur mit einem Key-Produkt wie der Focaccia nicht so einen großen Laden füllen kann. Und das Konzept Bar-Lounge-Restaurant hat immer schon irgendwie funktioniert. Und jetzt ist aus der Focacceria eigentlich ein individuelles italienisches Restaurant geworden. Das Besondere an dieser Location ist diese Aufteilung der Räume. Dass man reinkommt, dann hat dieses große Entree mit der hohen Decke von fast 8 oder 9 Metern. Links geht man in den Restaurantbereich, rechts in den Loungebereich, so dass wir genau unser Konzept irgendwie auf die Location anpassen konnten. Ja, also die Wand hier, das sind sonnenverbranntes Holz aus den Alpen. Das waren so alte Hütten, die irgendwie auf 2 bis 3000 Meter irgendwo stehen. Wir waren auch viele Einzelelemente selber kaufen in Holland. Sei es die Servicestationen, was alte Werkbänke früher waren. Wir versuchen, die italienische Küche anders zu interpretieren. Teilweise andere Gerichte, verschiedene Vorspeisen. Danach geht es weiter mit Pasta, die wir selber machen hier vor Ort. Dann geht es weiter in Richtung Fleisch, was sich jetzt herausgestellt hat, dass es doch einen sehr hohen Part am Konzept beiträgt. Teilweise tun wir es auch selber vor Ort hier in so einem Kühlhaus auch dry aging für 30 Tage. Wir wollen viele Speisen aus dem Ofen fertigen lassen. Der Fisch wird im Ofen gegrillt, das Fleisch wird im Ofen gegrillt und das kann der Gast alles sehen. Bei uns sieht man hier teilweise 6, 7 oder 8 Köche, die miteinander zu tun haben, miteinander kommunizieren und dann geht das Essen vom Expo, vom Chefkoch, wird nochmal gefinisht, geht über seine Hände dann zum Servicepersonal. Also wir haben, glaube ich, mit 250, 280 Positionen, glaube ich, schon eine sehr umfangreiche Weinkarte. Die Leute, die reinkommen, die danken uns dafür. Was mir besonders auch am Herzen lag, dass wir eine ausgiebige Champagnerkarte haben. Wir haben fast 30 Positionen in Champagner und wird auch sehr angenommen. Dass Leute nicht nur auch zum Essen kommen, sondern auch nur auf einen Drink vorbeikommen wollen. Das macht das Weihwei, glaube ich, aus. Also man hat uns schon vorher gewarnt oder gesagt, ob wir sie noch alle haben, dass wir unser italienisches Restaurant oder zumindest unsere Interpretation der italienischen Küche genau dahin setzt, wo die größte Dichte italienischer Restaurants in Frankfurt ist oder auch Steakhäuser. Das war natürlich oder ist es eine große Herausforderung, aber es ist gelungen. Es gibt überall nur Brunch und Frühstück. Keiner macht irgendwie sonntags sowas wie ein Familienmittagessen, so wie es in Italien irgendwie gibt, wo die 3 Generationen an einem Tisch sind. Und wir wollen das irgendwie binden, dass es jeden Sonntag einen anderen Braten gibt. Und da wollen wir uns ein bisschen absetzen von den anderen üblichen Sonntagsbrunch-Geschichten. Also ich bin jetzt schon einige Mal hier gewesen. Ich finde es sehr, sehr nett. Eine gute Atmosphäre, eine ganz entspannte Atmosphäre. Gute Küche, ausgefallen, Architektur, mal was anderes. Also wir fühlen uns hier wohl. Öffnungsdatum war der 20. Februar 2012. Sitzplätze haben wir innen 200, zusammen mit Bar und Lounge und Restaurant und außen nochmal ca. 120. Wir haben ca. 40 Festangestellte hier bei uns und 5 oder 7 Teilzeit. Ich würde sagen zwischen 150 und 280 Gästen pro Tag. Ja. Der Durchschnittsbon mittags ist, sage ich mal, zwischen 15 und 20 Euro, abends so um die 50 Euro. Wir haben ca. 750.000 Euro investiert. Besonders stolz bin ich in dem Laden, dass er vom ersten Tag voll ist. Das positive Feedback, das hat Frankfurt noch gebraucht. Das kenne ich aus London, das kenne ich aus New York. Wünsche, Ausblick, Ziel, mindestens die nächsten 10 Jahre so erfolgreich zu sein und sich in einigen Städten vielleicht sich noch zu multiplizieren.